Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Plank Challenge. Wir wollen heute so richtig unseren Rumpf trainieren. Natürlich auch Armkraft, Schulterkraft, Körpermitte, Bauch und Rücken. Mach so mit, wie es geht. Ich zeige dir verschiedene Variationen, also eine leichtere Variante, eine schwierigere Variante und du suchst dir einfach deine Variation aus. Wir machen zwei Durchgänge. Also mach dich einfach schon mal darauf gefasst, dass nochmal ein Durchgang kommt. Wir beginnen aber kurz mit einem Warm-up und dazu stützt du deine Hände vorne unter deine Schultern und bewegst deinen Rücken einfach mal in allen möglichen Richtungen, nach oben, unten, rechts, links, ruhig auch mal nach hinten gehen, nach vorne, wirklich in verschiedensten Richtungen dich durchbewegen, Schultern, Handgelenke. Vorbereiten, den Rücken vorbereiten, den Rücken auch mal kreisen. Und dann kommst du langsam wieder zurück zur Mitte. Schiebst dich hier nach oben, raus aus deinen Schultern. Schau, dass die Hände gespreizt sind, also die Finger so richtig schön spreizen. Und jetzt könntest du in zwei Varianten machen. Ich zeige dir mal eine Variante. Das ist die schwierigere. Du kannst die Beine ausstrecken, dann hast du eine Linie Oberkörper, Oberschenkel oder du lässt deine Knie hier unter den Hüftgelenken. Und jetzt fängst du an, mit deinem rechten Ellbogen nach unten zu gehen, mit deinem linken, dann kommst du auf die rechte Hand, auf die linke. Das Ganze mit der linken Seite, tief, tief, hoch, hoch oder eben mit gestreckten Beinen. Also viel Spaß und los geht's. Tief, tief. Versuch wirklich mit dem Gesäß in einer Linie Oberkörper, Oberschenkel zu bleiben. Oder so. Atmen. Jede Seite noch einmal. Tief, tief, hoch. Letztes Mal. Und dann gehst du noch mal runter, bleibst hier, versuchst deine Daumen Richtung Decke zeigen zu lassen. Auch hier könntest du jetzt die Knie absetzen und versuch mit deinem Becken Kreise zu beschreiben. Entweder so oder abgehoben. Und los geht's. Es gibt einen flachen Bauch. Und das Ganze auch andersrum. Bleib hier, setz die Knie ab und löse einen Moment auf, Schultern locker lassen. Puh. Ich hoffe, du merkst es im Bauch. Einmal auf die Seite jetzt, Seitstütz und zwar Ellbogen unter die Schulter. Der beliebte Seitstütz lohnt sich aber für die Taille, versprochen. Mehrere Varianten, entweder gehst du hier mit Unterschenkel nach hinten, Ellbogen unter die Schulter. Gefühlt ziehst du dich hier raus aus deiner Schulter, Hand hinter den Kopf. Und jetzt nimmst du entweder hier dein Knie Richtung Ellbogen, lass das Becken wirklich oben. Oder du versuchst es wirklich mit gestreckten Beinen. Also einmal Beine strecken, eine Linie und ran und weg. Noch 3, 2, 1, halte hier und setz kurz ab. Locker aus, andere Seite. Also versuch deinen Schwierigkeitsgrad einfach rauszufinden.
Du kannst auch zwischendurch mal wechseln. Entweder gebeugt oder Beine übereinander, raus aus der Schulter ziehen, sich hochstützen, Hand hinter den Kopf. Ist das schon anstrengend genug? Und los geht's. Und dann hat man auch noch zwei unterschiedliche Seiten, oder? Und letztes Mal und absetzen. Kurz auslockern. Letzte Runde. Und zwar kommst du jetzt hier in den Ellbogenstütz. Auch hier ziehst du dich raus aus deinen Schultern, stellst deine Beine auf und versuchst jetzt dein Becken anzuheben. Also, komm im Becken hoch und halte diese Position. Bauch spannen, atmen, dich nach oben ziehen, dein Gesäß. Geht noch, darf zittern. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Ansonsten einfach Pausen machen. Alles gut. Letzter Durchgang. Einmal rumdrehen. Hände wieder vorne aufstützen. So wie du möchtest. Beine, wenn du willst, strecken. Bereit. Po fest. Und los geht's. Tief, tief. Und hoch. Einmal links. Und einmal rechts. Geht schon noch. Spüre ich schon was? Jede Seite. Noch einmal. Und rechts. Und einmal noch links. Und dann gehst du nach unten und entspannst kurz. Schreib mir ruhig nachher, ob du auch den Bauch gespürt hast. Gib einen noch flacheren Bauch, versprochen. Nächste Runde war Kreisen. Das heißt, du kommst in die wirkliche Plank, Daumen Richtung Decke, entweder so oder mit Knie am Boden. Bereit, Beine abheben und los geht's. Das Ganze auch andersrum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und absetzen. Auslockern. Zur Seite. Einmal rum. Auf den Ellbogen. Geht auch alles mit Kissen unter dem Ellbogen, wenn du willst. Beine strecken. Spannung aufbauen, bevor du loslegst. Einmal abheben. Hand hinter den Kopf und los geht's. Halte durch. Noch 3, 3, 2 und wechseln, auslockern. Andere Seite. Seitstütz,
gebeugte Knie oder gestreckt. Einmal raus aus den Schultern ziehen, Becken anheben, Hand hinter den Kopf und los geht's. Sieben, noch drei, noch zwei, noch einen und absetzen. Zurück. Letzte Runde. Da habe ich dir gar keine Variation gezeigt. Du könntest die Beine auch aufstellen und dein Becken anheben. Aber schön ist es wirklich gestreckt und lieber mal Pause zwischendurch machen. Raus aus den Schultern ziehen, Beine aufstellen, Becken heben und halten. Atmen, Rückseite spüren. Geht noch. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen, lösen. Geschafft. Gerne fallen lassen nach vorne. Die Schultern entspannen, den Nacken entspannen. Einmal aufrichten und jetzt setz dich einfach bequem hin, wie es für dich gerade bequem ist. Lass locker. Ich zeig's dir seitlich. Deine Hände hinten und zieh sie ein Stück nach oben, sodass du gleich deine Schultern aufdehnst. Vielleicht noch ein Stück. Dann löst du, nimmst einen Arm, ist die Schulter tief und zieh mit der anderen Hand ihn über die Schulter, ganz weit unten lassen. Richte dich nochmal auf. Dann lass los, wechsel, andere Seite, Schulter tief. Zurückziehen. Nochmal wieder lösen, auslockern. Die Schultern kreisen und jetzt ziehst du eine Schulter tief, lass den Kopf zur anderen Seite, den Nacken dehnen, der meistens auch mit gekräftigt wird. Lass den Kopf nach vorne, ganz langsam auf die andere Schulter. Zieh tief, bleib aufgerichtet. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du hast dich ein bisschen gefordert. Abwechslung macht es eigentlich aus, also immer mal wieder die Workouts abwechseln, wäre perfekt. Dann wieder nach vorne. Dann rollst du auf deinen Kopf. Atme ein, streck dich. Und mit dem Ausatmen lässt du los. Atme nochmal ein und an der Regel und streck dich ganz lang. Bauch und Rücken dehnen. Ausatmen und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Fleißig, wirklich. Also wie gesagt, wenn du möglichst viel Abwechslung in dein Training bringst, dann wäre das super. Also ruhig mal auf meine Playlist schauen, auf meinen YouTube-Kanal. Da findest du zum Beispiel intensive Workouts, also eine Playlist mit ganz vielen intensiven. Dann gibt es auch eine Playlist mit langen Workouts, mit kurzen, mit Wirbelsäule, Bauch, Beine, Po und möglichst viele verschiedene
Workouts in dein Training einbauen, dann wird dein Körper jedes Mal wieder ein bisschen anders gefordert und muss sich wieder anpassen und verändert sich dann. Also einfach mal da reingehen auf meinen YouTube-Kanal. Falls du noch nicht abonniert hast, natürlich gern tun. Dann bekommst du nämlich auch immer, wenn du die graue Glocke neben dem Abo-Button drückst, eine E-Mail, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube gestellt habe. Vielen Dank. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, mich zu unterstützen, kannst du das auch gerne tun. Unten bei Mehr ansehen findest du den Link, deine Unterstützung mit zum Beispiel 2,50 Euro im Monat. Vielen Dank an die, die es bereits tun. Dankeschön. Oder ich freue mich natürlich auch, wenn du ganz einfach beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann!